etwas erschrocken, weil sie das Bluten wieder angefangen hat. Da dachte ich mir, was hat sie jetzt? Ne, da hinten, und da war ich das aufplatzt. Ja. Ja, Luisa hat sich gestern an der Lippe verletzt. Und gibt natürlich jetzt keine Ruhe, sondern möchte immer irgendwo an der Lippe und an der Tür. So. Heute ist zwar nicht taul, der ja. Das Handtuch wird mich wahrscheinlich heute den ganzen Tag begleiten. Okay, erste Fuhre ist voll, LKW einmal voll gepackt bis oben hin, aber glaube ich ganz gut gesehen. Ein bisschen Platz haben wir noch, das heißt ein paar so Kleinkisten schmeißen wir jetzt rein und dann geht's ab auf das erste Mal zur Wohnung. Ich liebe ja Busfahren, aber der hier ist schon extrem fertig. Also ich glaube, an dem Fahrzeug ist nichts dran, was nicht in irgendeiner Art und Weise schon ruiniert ist. Aber dafür war er günstig. Wir haben den LKW für 66 Euro bekommen. Und ich möchte mal behaupten, 66 Euro für einen ganzen Tag, einschließlich 100 Kilometer, Kilometergeld, da braucht man sich nicht beschweren. So, jetzt konzentriere ich mich auf die Straße und dann müssen wir den zurück. Warte, was das für Batterie ist vom Johannes, sein Teil. Das brauche ich aber. Mein Teil geht auch ohne Batterie. So, 6 Fahrten haben wir machen müssen, aber nach 6 LKW-Fahrten war alles, was wir hatten, da rüben. Aufbauen können die Jungs jetzt noch den einen Schrank und den Rest schaffen die zwei dann noch alleine. Ja. Jetzt bringen wir den LKW noch zurück. Ah, 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 ah